Dieser Baum wurde nicht mächtig und groß, weil er gehegt und beschützt wurde, sondern weil er Stürmen trotzen musste. So wie ihn die Naturgewalten umbranden, so schlägt auch einer politischen Partei in Deutschland der Wind mit aller Härte entgegen, der NPD. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und kennt keine Tabus. Sie geht keine faulen Kompromisse ein und paktiert nicht mit jenen, die unser Land an den Rand des Abgrundes getrieben haben. Die NPD scheut das offene Wort nicht und wird von Menschen getragen, denen das Wohl unseres Volkes wichtiger ist als der eigene gute Ruf. Sie nimmt Verantwortung und Volksherrschaft ernst und versteckt sich nicht hinter leeren Phrasen von Demokratie. Doch gerade das macht sie in den Augen der Etablierten unbeliebt. Sie hält der Gesellschaft den Spiegel vor, den diese oftmals nicht sehen möchte. Nationalismus bedeutet Unabhängigkeit, Einheit, Freiheit. Das, was für andere Nationen selbstverständlich ist. Nationalismus ist der Hüter der Heimat vor Globalisierung, Ausbeutung und Überfremdung. Nationalismus ist Kultur und Arbeit. Nationalismus ist Geborgenheit und Sicherheit. Der Einzelne bedarf des Schutzes durch die Gemeinschaft, so wie die Gemeinschaft nur durch den Einsatz des Einzelnen stark sein kann. Nationalismus ist Ordnung und Recht. Deshalb bejaht die NPD einen starken Staat, der die Interessen der Menschen gewährleisten kann. Sozial geht eben nur national. Gewalt, Kriminalität, Werteverfall, Kultur und Arbeitslosigkeit sind Ausdruck einer globalisierten Welt, die keine Menschen, sondern nur noch Humankapital kennt, die nichts von Heimat, sondern nur noch von Standorten zu sagen weiß. Das ist keine Welt, wie sie sich die NPD vorstellt. Die NPD will, dass Menschen Menschen bleiben können. Dazu brauchen sie Heimat, Gemeinschaft, Kultur und Identität in einem eigenen Lebensraum. Kinder und Familien sind das Fundament eines Staates. Dieses Fundament gilt es zu stärken, um nicht das Band der Erfahrungen und Überlieferungen, der Werte und Traditionen abreißen zu lassen. Nicht grenzenlose Mobilität, sondern regionale Verankerung machen ein Land vielgestaltig und stark. Wir wollen, dass der Mensch wieder Wurzeln schlägt, so wie dieser Baum.